Hallo zusammen! Wer meine SenseGuard-Videos der letzten Wochen aufmerksam verfolgt hat, der kann sich vielleicht erinnern, dass ich gleich zweimal von relativ teuren Verlustspielen profitiert habe. Grang mit Vieren wurde an die Wand gefahren, genauso wie ein Grang mit Dreien. Und in beiden Fällen stellt sich spätestens in der nachträglichen Analyse heraus, dass die Spiele auch leicht zu gewinnen gewesen wären, dass es den Alleinspielern zumindest nicht gelungen ist, es uns als Gegenpartei schwer zu machen. Und damit euch diese gleichen Fehler nicht passieren, wollen wir uns das Ganze jetzt mal im Detail anschauen. Die Verteilung, die ich hier rausgesucht habe als Basis, als Grundmotiv, um hier eine Verbesserung auch für die konkreten Fälle zu finden, die habe ich schon vor langer Zeit mal thematisiert. Ich habe es hier nochmal rausgesucht. Am 23.03.2017 kam mein Video raus. Ein Standard für viele Fälle war noch einer meiner ersten Videos und deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass viele von euch zu dem Zeitpunkt meinen Kanal noch gar nicht abonniert hatten. Ihr könnt also entweder in ganzer Länge euch das Video einmal anschauen oder jetzt hier in aller Kürze. Was macht ihr mit diesem Blatt in Vorhand? Was ist das Besondere? Das Spiel ist ein unverlierbarer Grand Hand. Und wer das vorher nicht weiß, für den kommt das doch gelegentlich mal ein bisschen überraschend, denn schließlich habt ihr hier vier Stiche abzugeben. Und warum könnt ihr dieses Spiel nicht verlieren? Nun, das Geheimnis ist folgendes: Ihr gebt hier nur vier Luschen ab, kontrolliert gleichzeitig vier eigene Volle und das bedeutet mit der sogenannten Verlustrechnung, also abzuzählen, was können die Gegner eigentlich mit den acht Karten bekommen, die auf diese vier Luschen fallen, können sie eben nur 58 kriegen. Die vier fehlenden Vollen sind 42 und maximal noch die vier Könige sind 16, also 58. Das heißt, das Entscheidende ist, dass ihr selber nicht ein einziges Bild mit dazugeben müsst. In dem Moment, wo ihr hier irgendwo eine Dame oder einen König mit im Blatt habt, geht die Rechnung natürlich nicht auf. Dann wäre das Spiel sehr wohl zu verlieren. Aber so in der Konstellation ist es eben unverlierbar. Und das hier ist eigentlich die klassische Verteilung, um diese Verlustrechnung, um dieses Denke, dieses Motiv zu erläutern, aber es gibt eben Dutzende Abwandlungen, wo auch mit diesem Wissen entsprechend anders oder besser reagiert werden kann. Und dazu schauen wir uns jetzt mal als erstes diesen Grang mit Vieren an. Den könnt ihr, wenn ihr möchtet, auch nochmal nachvollziehen. Das ist mein Live-SenseGuard-Video vom 25.10. bei Minute 12. Passiert also vorhand dieses Unglück. Er schaut hier mit bei 18 geboten, mit 4 Buben und Herz Ass 10, Kreuz 10 im Keller, hat er nur 4 Luschen in der Abgabe. Und da seht ihr eben schon die Analogie zu dem Blatt, das ich gerade gezeigt habe. Der Unterschied allerdings ist, er hat natürlich nur drei Volle, die er kontrolliert: Herz Ass 10 und die gedrückte Kreuz 10. Und deswegen ist das Spiel natürlich nicht automatisch unverlierbar. Wie sollte der Alleinspieler jetzt dieses Spiel vortragen, um die besten Aussichten auf Erfolg zu haben, wenn er es denn als Grang spielen möchte? Und ich denke, da er eben wirklich nur vier Luschen in der Abgabe hat, würde ich auch diesen Grang spielen. Na, Kreuz ist natürlich unverlierbar, klar, das ist aber auch ein bisschen langweilig. Was sollte er machen, wenn er sich hier für den Grang entscheidet? Ja, die Wurzel des Übels liegt jetzt hier quasi in der Spieleröffnung. Er ist ja auch noch Vorhand. Und was er eben erkennen sollte, ist aufgrund der eben genannten Motive, dass er hier nur ein einziges volles Erobern braucht, um das Spiel sicher zu gewinnen. Wenn er einen vollen stechen kann oder ihm ein voller in den Schoß fällt, dann ist das Spiel automatisch gewonnen, weil dann wieder die gleiche Art der Verlustrechnung uns auf maximal 59 in dem Fall führt, da drei Asse für uns möglich sind. Also, das muss sein Ziel sein. Und um das uns möglichst schwer zu machen, alle fehlenden fünf Vollen heimzubringen, sollte er in dem Fall auf jeden Fall in den ersten beiden Stichen Herz, Ass und 10 ziehen. Also die Einschubkarten rausnehmen. Denn er hat kein Problem mit dem Tempo. Er hat so viel Buben, das ist überhaupt kein Problem. Er kommt also nicht zu kurz. Wenn er Herz, Ass und 10 zieht, dann macht er es uns als Gegenpartei schwerer später im Spielverlauf ihn nochmal anzuspielen oder eine Übergabe zu spielen. Und natürlich verrät er auch ein wenig über sein Blatt, aber dieser Verrat ist bei weitem nicht so bedenklich wie das, was jetzt passiert. Er hat das Spiel nämlich ganz üblich oder typisch, sage ich mal, mit der Kreuz-Lusche gestartet. Da hat er die 10 im Keller, da erhofft er, dass geschnippelt wird. Also wenn man eben nicht mit Herz Ass oder 10 loslegt, dann ist Kreuz-Lusche, glaube ich, die übliche Karte. Ja, und bei uns sitzt die Karte ja relativ
gleichmäßig, deswegen war auch keine Reizung, könnt ihr sehen. Was ist jetzt also passiert? Kreuz Lusche, Kreuz König und Fred Feuerstein hier am Tisch übrigens bleibt mit der Dame unter. Also wie erwartet, schnippelt erstmal. Sieben Augen für uns. So, ich hänge am Spiel, hau jetzt natürlich Pik Ass auf den Tisch beim Grang aus der langen Farbe. Pik Ass, Pik Dame, Pik Lusche. 21, ja, und dann mehr aus der Not als aus dem wirklichen Glauben heraus, dass wir hier bei Passe einen Rang umbiegen können, spiele ich natürlich die Pik 10 nach. Von Fred Feuerstein kommt die Karo 10 reingeknistert, der Alleinspieler muss erneut bedienen, 41, ja, und jetzt sind bei mir natürlich sofort die Alarmanlagen angesprungen oder die Sinne haben angeschlagen, alle Härchen haben sich aufgerichtet, denn wir haben 41 liegen, ich habe noch ein volles in der Hand und im Kreuz scheint auch noch was möglich zu sein. Und natürlich habe ich jetzt Herz gespielt, einfach den Alleinspieler in seine Farbe eingespielt, damit er selber nochmal antreten muss, denn wenn er nicht in Pik stark ist, nicht in Kreuz und in Karo, dann muss er ja in Herz noch ein wenig dabei haben. Da konnte ich also nichts verkehrt machen und klar, was passiert dann? Spieler muss noch mit seiner zweiten Kreuz-Lusche antreten, von mir Karo Ass und Fred Feuerstein nimmt natürlich das Kreuz Ass auf 63 und das wäre eben zu vermeiden gewesen, wenn Herz Ass 10 am Anfang kommt. Dann wäre das Spiel immer noch theoretisch verlierbar, aber mit einem Verlauf, den wir mit verdeckten Karten also niemals gefunden hätten. Wenn nach Herz Ass 10 Kreuz Lusche kommt, können wir nur gewinnen, wenn ich Kreuz König lege. Dann muss ich sowieso, wenn Fred Feuerstein dann sofort das Kreuz Ass raufnimmt, 15, Kreuz Dame hinterher spielt, was schon ein Stück weit fragwürdig ist, weil er damit natürlich gegebenenfalls den Stich aufgibt, falls die 10 oben in der Hand ist. Also kann man dann natürlich mal machen, Kreuz Dame, Kreuz Lusche, und dann muss ich mich entscheiden, das Karo Ass zu wimmeln und nicht aus Pik Ass 10 König Lusche. Und wie unrealistisch ist das denn? Sehr wahrscheinlich werde ich doch Pik Ass wimmeln. Wenn ich Karo Ass treffe, muss danach Fred Feuerstein die blanke Pik Dame bringen, darf also dann nicht nochmal Kreuz nachspielen, darf dann nicht den letzten Herz spielen. Es geht dann nur über die blanke Pik Dame, Pik Dame, Lusche, Ass und auf Pik 10 dann die Karo 10. Also den Weg, den hätten wir mit verdeckten Karten garantiert nicht gefunden. Ja, und jetzt brauchen wir uns eigentlich gar nicht groß feiern. Wir haben übliche Karten gespielt und so gesehen fällt das Problem hier in den Vortrag des Alleinspielers. So, dann gucken wir uns mal das zweite Beispiel an, der Grang mit 3. Und zwar wurde der gespielt zwei Tage später, am 27.10. nach dem Rocket habe ich ja noch ein bisschen Senseguard gespielt, also Minute 32 und ein paar zerquetschte, habe ich in Vorhand hier links zu sehen mit 9 roten Karten nochmal 18 gehalten. Aber diese 18, die waren jetzt mehr zufällig, dass das auch Karo ist. Das war einfach mal so eine Krücke angereizt, zum Glück nicht rangekommen und Mittelhand hat mit den drei oberen Buben und Pik Ass 10 Doppellusche natürlich eine schöne Ausgangskarte für Grang. Dann hat er noch Kreuz 8, 9 an der Seite, Herz Lusche und Karo 10 Lusche. Ja, und ihr seht wieder, wenn er hier die Karo 10 etwa drückt und die Herz Lusche, dann hat er nur Luschen in der Abgabe. Und selbst wenn der Pik König etwa zu dritt steht und er noch einen vierten Stich in Pik abgibt, dann gibt er eben wieder 4 Luschenstiche ab, 3 volle kontrolliert er wieder selber, das heißt erneut würde er das Spiel sofort gewinnen, wenn es ihm gelingt, nur ein einziges volles zu erobern. Ja, und die Chance, wo er dann kein Stück Herz hat und wo er dann die Karo 10 im Keller hat, auf die wir vielleicht schnippeln, die ist ja gewaltig. Stattdessen hat der Spieler aufgrund meiner Reizung, und ich habe angenommen, er hat hier versucht, seine Schneiderchancen zu optimieren, er hat den Schneiderplan vor den Siegplan gesetzt. Das war meine spontane Analyse am Tisch. Er hat Kreuz beide Luschen gedrückt, die Karo 10 oben gehalten, auch aufgrund meiner Reizung. Ja, und das Interessante an sich, der Spieler hat sich hinterher noch bei mir gemeldet und gesagt, nee, Daniel, ich wollte nicht hier auf Schneider spielen, ich habe einfach meine Chancen anders eingeschätzt mit der Karo 10 oben, dass die aufgrund deiner Reizung dann besser sind. Ja, und da würde ich ihm sagen, er hat einfach die Drohungen falsch eingeschätzt, denn es ist doch unglaublich schwer für uns. Es ist im Prinzip auch mit dieser Verteilung so gut wie unmöglich, dass wir alle Vollen bekommen, wenn er Karo 10 und Herz Lusche drückt. Gut, mit Glaskarten hätten wir das wohl hinbekommen, aber selbst dann gewinnen wir in dem Fall nicht, weil eben der Pik König nicht zu dritt steht. Also das Spiel unverlierbar mit der Karo 10 im Keller. Er hält jetzt die Karo 10 oben. Ja, und was ist passiert? Obwohl ich eben diese lange Karo-Farbe habe, ist die für mich gar nicht attraktiv auszuspielen. Denn
Erstens rechne ich jetzt nicht unbedingt damit, dass der Spieler die einfach bestellte Karo 10 im Blatt hat, aber ich binde Farbe frei, Kreuz und hoffe vielleicht darauf, eher das Karo Ass unterzubekommen. Und zum anderen habe ich mit Herz, mit der Herzbatterie eine bessere Ausspielkarte, weil ich natürlich hoffe, dass der Alleinspieler vielleicht Herz Ass Doppellusche hat und mein Partner im Aufschlag das Herz Ass abstechen kann. Deswegen war der Spielverlauf hier also Herz Dame, Herz Lusche, Herz Ass, 14 Augen. Table Dancer spielt ganz normal, Herz Lusche zurück, Herz Lusche, Herz König. Ja, und jetzt hat der Alleinspieler wieder eine Chance, auf 4 Augen die Karo Lusche abzutragen. Aber wenn du dich eben jetzt entschieden hast, in dieser bestellten Karo 10 zu stehen, dann willst du sie dir natürlich auch nicht so leicht blank schmeißen. Und dann war immer noch die Angst, ja, alle Karos dagegen. Dann kann auf Karo Ass 10 Kreuz Ass fallen, auf 50 und danach könnte immer noch der Pik König zu dritt stehen. Also klar ist der dann auch noch zu verlieren, aber durch den Einstich jetzt im zweiten Stich wird natürlich die Verlustchance nicht geringer, die wird stattdessen viel größer, denn jetzt ist das Spiel eben auch zu verlieren, wenn der Pik König nicht zu dritt steht und genau das ist passiert. Er hat gestochen, hat den Buben gezogen, ja und natürlich hat er dann ein wenig Pech, dass wirklich jetzt Karo zu fünft steht. Karo Lusche, Kreuz Ass und ich habe ja dann auch gar nicht unbedingt damit gerechnet, dass er die einfach bestellte 10 oben haben könnte. Aber was bleibt mir dann übrig in der Situation, wenn ich das Spiel gewinnen will? Also er hat uns quasi zu unserem Glück gezwungen. Ich Karo König, Karo Ass nach, Karo Ass, Karo 10, Kreuz 10, 60 und da ist dieser Riese verloren. Ja, und das wäre einem Profi sicher nicht passiert, denn der erkennt sofort dieses Motiv. Alle gefährdeten Augen müssen in den Keller, nur Luschen dabei, einen vollen bekommen, das wird fast immer gelingen und dann wäre dieses Spiel eben auch leicht zu gewinnen. Gut, und dann können wir uns jetzt zum Abschluss nochmal anschauen, ein drittes Beispiel jetzt von meiner Liste am Dienstag, also erst 2 Tage, 3 Tage her. Minute 45, wo ich nach dem Rocket noch ein wenig SenseGuard gespielt habe, da habe ich hier in Hinterhand ein ganz ähnliches Blatt bekommen. Kreuz, Herz, Karo, Bube, auch Pik, Ass, 10, 2 Luschen. Also ihr seht auch diese diese Verteilung, die relativ ähnlich sind. Die wiederholen sich ja auch. Natürlich kriegst du nie im Prinzip das gleiche Blatt ein zweites Mal oder es ist sehr selten, aber sehr ähnliche Blätter mit ähnlichen Gewinnplänen, ähnlichen Motiven, die bekommst du natürlich am laufenden Band. Und ich habe auch hier auch 5 schlechte Karten in der Abgabe. Mein Spiel ist sogar noch ein bisschen schlechter als das, was wir eben gezeigt haben. Erstens, weil der mit rein waren und meiner nur einfach ist. Das heißt, da drohen potenziell auch noch Überstiche. Und zum anderen, weil ich eben gar nicht den dritten Vollen in den Bunker packen kann. Ich habe hier nur 2 Bilder. Hab die trotzdem gedrückt, denn mir ist trotz alledem klar, jetzt brauche ich eben nur 2 Volle, um das Spiel zu gewinnen. Oder wenn der Pik König nicht zu dritt steht, dann langt es mir wiederum, einen Vollen zu erobern, weil ich eben nur Luschen in der Abgabe habe. Also alle Augen werden gebunkert und das, obwohl ich jetzt in jeder Farbe eine Lusche führe, was theoretisch natürlich auch bedeuten kann, dass in diesen 3 Stichen 6 Volle fallen. Aber das ist in der Praxis sowas von selten und unwahrscheinlich. Habe ich in über 20 Jahren Skat erst 2 oder 3 Mal gesehen, dass es die Gegner dann wirklich schaffen, auf 3 einzelnen Luschen 3 mal 21 zu holen. Und in diesem Fall, die Verteilung gibt es sogar her. Was auch schon mal gar nicht so häufig ist, dass tatsächlich in allen 3 Farben die Vollen getrennt sitzen und trotzdem mit verdeckten Karten ist es eben ganz schwer für die Gegner darauf zu kommen. So, wie war hier der Spielverlauf? Mit diesen 8 Augen im Keller habe ich, wie ihr das hier sehen könnt, das Spiel sogar Schneider gewonnen. Das war natürlich nicht alleine mein Verdienst, das lief jetzt auch sehr glücklich. Es kam hier von im ersten Stich Pik auf den Tisch. Ich habe rausgenommen, habe den Buben gezogen und auf den Buben fiel der zweite Pik. Ja, und dann kam ich, wo ich natürlich jetzt wusste, jetzt reicht mir auch ein Voller. Wenn ich keinen Pikstich abgebe, brauchen die Gegner alle 6 Volle, also kam ich mit der Wimmelfinte Pik 7, da wurde dann direkt geschmiert und danach haben sich die Gegner noch quasi um Kopf und Kragen geschnippelt. Das war jetzt natürlich nicht mein Verdienst, aber ich habe davon profitiert, dass ich quasi hier mit dieser Idee alle Augen runtergedrückt habe und damit wurde ein im Prinzip etwas schwächeres Spiel jetzt sogar im Schneider gewonnen, wohingegen der andere Gang dann leider verloren wurde. Ja, dann hoffe ich mal, dass ihr das hier mitgenommen habt. Einmal die Technik, wenn ihr
nicht zu kurz kommt, die Einspielkarten rausziehen. Das war beim ersten Gang der Fall. Und ansonsten über diese Verlustrechnung mit dem erweiterten Motiv, ihr braucht in entsprechenden Situationen nur einen vollen möglicherweise erobern und schon ist ein Spiel sicher gewonnen. Also C-Karten dann in den Keller. Ja, dann bedanke ich mich abschließend für extra Unterstützung im November bei Johannes Arnst und bei Klaus Grahl, der neu als Patreon dazugekommen ist. Ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr so treue Zuschauer seid. Wir sehen uns hoffentlich dann wieder am Sonntagabend beim SenseGuard Live, wo wir vielleicht wieder entsprechende spannende Partien vorfinden werden. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wie immer, gut Blatt.